Boah, ist das zu wenig Druck im Reifen oder bin ich einfach schwer geworden? Oh, ich denke mal, da darfst du mal ein bisschen wieder aufpumpen. Ah nee, ich kaufe das ein neues Fahrrad. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Fahrgeschäft Fitbikes. Heute wieder mit dem Kim. Servus. Und ich, der Markus, und wir wollen heute eigentlich inhaltlich ein total langweiliges Video machen, aber es ist super essentiell, super wichtig, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben nämlich das Thema, was sollte man auf einer Fahrradtour auf jeden Fall dabei haben. Ja. Ne? Von daher überprüf mal dein Werkzeugkit, was du bei der Fahrradtour dabei hast. Wenn du nichts hast, ist es jetzt der Zeitpunkt, dich damit zu kümmern. Noch kleiner Werbeblock vorneweg. Das Know-how kriegst du bei unserem neuen kostenlosen Werkstattkurs. Einfach unter in die Videobeschreibung reinschauen. Und wir haben jetzt ganz neu eine Facebook-Gruppe, die Fitbikes Community. Wenn du also immer mal Fragen stellen wolltest, über Inhalte, Videos diskutieren, zeigen, was du für Touren machst und so fort, dann ist das der richtige Ort dafür. Einfach auf Fitbikes auf Facebook gehen und dann Fitbikes Community eingeben oder auch in der Videobeschreibung. Da wird übrigens auch die Frage gestellt, was man dabei haben sollte. Können wir uns gleich mal anschauen, ob wir alles haben, was hier auch beantwortet worden ist. Gucken wir gleich. Ja. Genau, also was ist das Essentiellste, wenn wir eine Fahrradtour machen? Egal, ob die seit 300 Kilometer oder 30 Kilometer ist, was sollten wir auf jeden Fall immer dabei haben? Fangen wir doch erstmal an mit dem, was du vergessen hast. Warum soll ich meine Fahrradpumpe dabei haben? Damit du deinen Reifen auch wieder aufpumpen kannst, beziehungsweise nachpumpen kannst. Oder gar sogar schlimmsten Fall einen Plattfuß hast. Okay. Da. Hier ist allerdings auch nochmal das Coole dran, diese Pumpe vereint zwei verschiedene Pumpen zusammen. Sie ist einmal eine normale Reifenluftpumpe, kann aber auch zudem fürs Fahrwerk genutzt werden. Fürs Fahrwerk, ja, okay. Also hier unsere Empfehlung, immer eine große Standpumpe für zu Hause, um regelmäßig den Reifendruck zu überprüfen. Ja? Das hier sollte eigentlich nur eine Notfallpumpe sein. Die darf auch kleiner sein, würde ich sogar sagen, dürfte auch ohne Druckanzeige sein. Richtig. Aber wichtig wäre, dass ihr eine dabei habt. Auch wenn sie vielleicht nicht für euch ist, aber jemand anderen damit helfen könnte, ist es auch wichtig. Ne? Also das ist, wir waren mal mitten am Berg gestanden, am Downhill fahren. Keine Pumpe dabei, kein Schlauch dabei. Man ist dann sehr froh, wenn jemand ausgeschaltet vorbeikommt. Also von daher habt ihr mehrere Motive, das zu machen. Also bei Platten oder Ähnlichem in irgendeiner Form. Richtig. Das ist jetzt halt die Nobelausführung. Gibt es auch in deutlich einfacher. Man sollte aber auch dabei darauf achten, dass diese Pumpe gleich alle Ventile kann. Zum Teil muss man die umstecken oder so weiter, aber die Markenpumpen können es eigentlich, aber da sollte man halt unbedingt einmal drauf achten, dass die Pumpe das auch alles kann. Genau. Klingt easy, also klingt einfach, also total simpel, dass jeder dran denken könnte, aber wir wissen von vielen Beispielen, dass keine Pumpe dabei ist. Genau. Unsere Empfehlung findet ihr in der Videobeschreibung. Und genau, was ist das nächste? Eine weitere Sache, die du unbedingt auf deiner Tour mithaben solltest, ist ganz klassisch Flickzeug. Dabei langt auch oftmals so eine kleine Packung, so wie hier mit, ja, da sind sogar 6 Flicken drin, 2, 3 Flicken mit dabei und einmal Vulkanisierpaste. Ist wirklich wichtig und nimm sowas mit. Und im Optimalfall nimmst du sogar gleich einen Ersatzschlauch passend zu deinen Fahrrädern mit. Hä, warum ein Ersatzschlauch, wenn du schon Flickzeug dabei hast? Es kann immer mal passieren, dass ein Schlauch auch mal unreparabel kaputt geht. Ganz klassisch ist einfach, dass das Ventil nicht mehr in Ordnung ist. Wie bei dem Rad gerade eben. Ja. Also ich würde mal vorschlagen, erst den Schlauch einfach auszutauschen, weil dann tust du es gar nicht großartig rum. Meistens hat man ja gar keinen Platten, dann drückt man auf die Daumen. Und wenn man Platten hat, dann tauscht man den Schlauch einfach aus und kann zu Hause in Ruhe den Schlauch dann reparieren. Ja? Aber es mag schon vorgekommen sein, dass man von mehreren Platten nicht verschont ist und dann brauchst du mehrere Flicken. Deswegen am besten immer Schlauch und Flickzeug mitnehmen. Um Platz zu sparen, könnte man auch die Verpackung zu Hause lassen und den Inhalt mitnehmen. Dann geht es deutlich kompakter. Aber wir würden immer empfehlen, beides mitzunehmen. So, jetzt hast du eine Pumpe. Jetzt hast du einen Schlauch und Flickzeug. Du bist jetzt Mechaniker. Du kannst es auch wahrscheinlich mit den Händen machen. Aber der ein oder andere wird sich deutlich einfacher tun, wenn er das Ganze jetzt mit einem Schraubenzieher, noch einen Schraubenzieher dabei hat. Nee, auf gar keinen Fall. Was? Auf gar keinen Fall einen Schraubenzieher. Kein Schraubenzieher? Nein.
Ja, aber Schlimmste, was du machen kannst. Aber Schraubenzieher kann auch Schrauben drehen. Brauchst du gleich eine neue Ersatzfelge und einen neuen Ersatzreifen. Ach, du willst den Schraubenzieher für die Felge hernehmen? Nee, ja, genau. Also, was brauchen wir? Multitool. Multitool. Und in dem Fall sogar gleich mit Montierhebel dabei. Genau, also was wir brauchen, ist ein Reifenheber, damit ihr sozusagen hier den Reifen von der Felge bekommt. Also gerade jetzt hier bei Mountainbikes oder auch bei den SUV-E-Bikes ist es deutlich schwieriger geworden, Reifen von der Felge runterzubekommen. Ja. Man kriegt das schon hier und da mit den Händen hin, vor allem wenn man geübter ist, aber einfacher tut man sich mit Reifenhebern. Jetzt haben wir hier ein Multitool von Topic. Das kann sehr viel, das ist auch ein Kettennieter und alles Mögliche mit dabei. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber da ist ein Reifenheber drin aus Metall. Da muss man ein bisschen Übung haben, weil sonst kann man da auch was kaputt machen. Richtig. Ja? Deswegen wäre in der Tat für den meistens einfacher, einen Plastikreifenheber zu nehmen. Gibt so ein paar, kann man relativ simpel in die Felge rein und dann dort einspannen. Deswegen wäre in der Tat, wenn man jetzt halt kein Platzprobleme hat, Reifenheber auch separat mitzunehmen, wäre ganz gut. Genau. Multitool. Ja. Was brauchen wir, wo brauchen wir Multitool? Natürlich für verschiedene Sachen. Also grundsätzlich Multitool ist ja nun mal sehr universal einsetzbar. Also das geht ja hin, wie jetzt gerade zum Beispiel mit dem Sattel, dass der Sattel einfach kurz mal nachgegeben hat. Unverhofft kommt oft, sagt man auch so schön. Und dann kann man das einfach dabei korrigieren. So, was mir selber aber als Mechaniker immer sehr, sehr wichtig war, auch ich habe es jedes Mal dazu empfohlen, worauf man achten sollte, ist halt, dass ein Kettendrücker mit dabei ist. Denn es gibt eine Sache, da ist man nie vor gewarnt. Kettenrisse. Kettenrisse kann jedem passieren. Du kannst noch so gut damit umgehen. Die Kette kann als solches auch qualitätsmäßig sehr gut sein. Aber es ist leider schnell zu, gerade im E-Bike-Sektor, dass man Kettenrisse auftritt. Und damit kann man einem da auch weiterhelfen. Genau, du kannst aber Pech haben. Du fährst irgendwo und dann kommt ein Stock und dann geht hinten rein, dann kann der auch die Kette reißen. Es ist nicht selten, aber wenn du halt irgendwo stehst und es passiert dir dummerweise, dann ist es gut, wenn du es irgendwie lösen kannst, weil sonst ist die Tour, das musst du nach Hause schieben, nicht wahr? Richtig. Ja. Aber damit du so eine Kette auch wieder zusammensetzen kannst, brauchst du nämlich noch eine weitere Sache, ein Kettenschloss. Beim Kettenschloss musst du darauf achten, dass es passend zu deinen Fahrrädern ist. Also dass es je nachdem, ob du jetzt mit einem Fahrrad unterwegs bist oder ob du mit mehreren unterwegs bist, solltest du darauf achten, dass das Kettenschloss auch zu den Rädern kompatibel ist. Also der eine hat 10 Gang, der andere hat 11 Gang oder der andere hat auch 12 Gang. 12 Gang? Swam Eagle drauf. Solltest du darauf achten, dass sowas dann dazu kompatibel ist. Genau, also wenn du eine 9-fach-Kette hast, brauchst du ein 9-fach-Kettenschloss, genau. 10-fach-Kettenschloss, 11-fach, 12-fach. Was mit 5-fach? 5-fach? Gibt es nicht mehr. Ah. Genau, prinzipiell ist alles, was unter 8-fach oder kleiner ist, ist da dieselbe Breite. Genau. Dann hätten wir noch deine Nabenschaltung, wobei bei der Nabenschaltung habe ich eigentlich noch nie gesehen, dass die Kette gerissen ist. Kann schon mal vorkommen, aber das hat nicht dieselben Gründe, warum da die Kette reißt. Bei der Nabenschaltung einfach nur genug Wartung, dann passiert das auch nicht. Genau. Selbes gilt auch beim Riemen. Auch das habe ich sehr selten gesehen, dass ein Riemen reißt. Mhm. Und dann kann man auch in der Tat auch nicht reparieren. Dann am besten mit einer Versicherung oder Werkgarantie sich abholen lassen, weil da gibt es erstmal keine Ad-Hoc-Lösung dabei. Richtig. Genau. Ansonsten, was auch passieren kann, ist, dass dir irgendwie ein Schaltzug mal irgendwie flöten geht. Ja? Auch das kannst du mit dem Multitool dann nochmal nachkorrigieren. Irgendwie Schrauben locker sind auf dem Fahrrad oder du stellst fest, dass du irgendwie nochmal irgendwie den Lenker ein bisschen höher oder irgendwas in der Form, da brauchst du dann ein Multitool dafür. So, jetzt haben wir fast alles. Jetzt fehlt uns aber noch das Lieblingswerkzeug von Max, oder? Ja, genau. Stimmt. Wie heißt das gute Stück, Max? Genau. Wo haben wir den? Den hast du in der Tasche, den wir gleich vorstellen, aber den hast du auch, habe ich gesehen, im Multitool. Stimmt, genau. Rede ist natürlich vom Speichenschlüssel, nicht vom Nippelspanner. Der Nippelspanner ist was anderes. Na? So, jetzt haben wir dieses Werkzeug hier, das ist ziemlich neu, ist noch ein bisschen schwergängig. So, da haben wir den. Das ist ein Speichenschlüssel. Und ein Bieröffner. Ja, könnte mitunter das wichtigere Werkzeug sein, ne? Genau. Also leider, was kann man damit machen? Speichen nachziehen. Und jetzt immer mal überlegen, wann braucht man sowas auf der Tour? Natürlich wäre es sinnvoller, dass du regelmäßig Speichen nachziehst, also einmal im Jahr mindestens.
Aber auf der Tour machen wir jetzt nicht den regelmäßigen Service. Also was kann passieren, dass wir ein Werkzeug dafür brauchen? Prinzipiell irgendwie einen Sturz gehabt oder so weiter. Das ist da noch die häufigste Ursache, dass man da mal ein bisschen nachziehen muss. Oder es ist irgendwie ein Stock reingeraten, hat eine Speiche dabei beschädigt. Dass man da ein bisschen nachkorrigieren kann, ist das wirklich schon praktisch und haben das mit. Genau, also wir haben das hier direkt im Multitool drin. Jetzt haben wir aber noch mal extra, und das haben wir extra in der Tasche, die wir euch auch gleich noch zeigen wollen. Genau, das ist jetzt ein Multitool sozusagen für zu Hause. Das ist auch wieder ein sehr kollegenfreundliches Multitool, weil das hier passt vielleicht bei deinem Fahrrad. Aber wenn du jetzt jemanden triffst, der hat dann irgendwie gerade ein Problem gehabt, dass der Stock reingekommen ist in die Speichen, hat aber eine andere Nippelgröße, dann kannst du ihm damit vielleicht schon gar nicht mehr helfen. Aber hier mit dem hier hast du von 9 bis 13, ja, bis 9 bis 15 sogar, genau, alle Größen vertreten. Das heißt, du kannst jedem eigentlich helfen, wenn er irgendwie im Hinterrad, Vorderrad ein Problem hat. Ja. Hast du das immer dabei? Nee, also schon hier das Multitool. Ne? Also genau, im Endeffekt, die Minimalausstattung wäre eigentlich Multitool, Schlauch, Pumpe. Das wäre eigentlich so die Minimalausstattung, oder? Und das einzelne Kettenschloss. Und das einzelne Kettenschloss. Jetzt nimmt auch kein Platz weg, aber das wäre die Minimalausstattung. Und die bessere Ausstattung wäre in der Tat Flickzeug, Schlauch, Reifenheber, Multitool. Hier. Das ist Drehwerkzeug. Speichenschlüssel. Und das Ganze passt in diese Tasche rein. Das ist so eine VDN-Tasche, die wir am Sattel hinten festmachen können. Das heißt, ihr könnt hier alles einfach reinpacken. Vielleicht noch ein bisschen Geld, wenn ihr irgendwo mal noch trinken gehen wollt. Oder eine EC-Karte. Und dann seid ihr gut aufgehoben. Also was hier nicht reinpasst, ist die Pumpe. Aber die kann man am Fahrrad normalerweise am Flaschenhalter irgendwo festmachen. Genau. Also es gibt auch bei den Pumpen Varianten, dass sie mit unterm Flaschenhalter zum Beispiel Platz nehmen können. Den nehmen wir auch noch rein, oder? Ja. Der ist bald schon ausgepackt, aber der müsste hier noch locker eigentlich reinpassen. Ah, passt da nicht rein? Passt hier ist rein. Ein bisschen Tetris, ne? Ja, da hätte noch mal. Ja. Ich hätte auch mehr mitnehmen können müssen. Wir müssen die Regel. Ja. Was nebenbei auch nicht verkehrt ist, dass man es mal mit hat, wenn man zwischendurch unterwegs sind, doch mal einmal tierisch Hunger kriegt, dass man da doch schnell mal was isst. Das kann einen schon mal den Tag retten. Ja, aber das ist ein Snickers, ne? Wenn der eine mal Hunger hat, ja, dann ist Snickers. Snickers ist allerdings problematisch, wenn das Fahrrad irgendwo in der Sonne steht. Ne? Das ist, dann kannst du ihn trinken. Argument. Gut, also wie gesagt, eigentlich von Inhalt her ein total logisches Video, aber vielleicht hat der eine oder andere jetzt etwas gefunden, was ihm gefehlt hat. Ich habe ja gesagt, dass ich in die Facebook-Gruppe reingeschrieben habe. Jetzt schauen wir mal, was Sie noch hier reingeschrieben haben. Ersatzschlauch, wenn Tubeless versagt, ne? Haben wir. Ja, auch dann, ja. Pumpe, Reifenheber, Multitool und natürlich Wechselkleidung, falls das Wetter mal umschwingt. Hätte am Samstag für den einen oder anderen vielleicht geholfen. Ja. Beim Konzert. Ne? Dann habe ich hier noch von Schlauch, falls Tubeless versagt, CO2-Kartusche und Pumpe, sowie kleine Pumpe, Reifenheber, etwas Dichtmilch, Salamis. Was ist Salamis? Das frage ich mich jetzt auch gerade, was das sein soll. Weiß ich nicht. Salamis. Wenn du jetzt ein Rad hast mit Tubeless, da gibt es Salamis, so heißt das Ding, um ein Loch stopfen zu können. Ah, genau. Jetzt. Multitool, Kabelbinder. Kabelbinder ist auch recht schlau, weil hier und da könnte man noch mit einer Saison helfen. Paar Riegel und eine dünne Windjacke, Urinjacke, Schweizer Taschenmesser. Ja, das ist ein bisschen mehr. Also von daher haben wir jetzt dazu sagen, aber macht auch Sinn, sag ich mal. Ja. Taschenmesser, Riegel hatten wir auch. Salami macht Sinn für einen, der Tubeless fahren. Das kann auch helfen, das nimmt nicht viel Platz weg. Ja. Also ihr dürft gerne noch mehr, entweder unter das Video in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht hat der eine auch noch eine Story, die ihr zu Besten geben möchte. Oder ihr schaut in die Fitbikes Community Gruppe auf Facebook. Dort könnt ihr auch gerne in den Post reinschreiben. Und wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, ja, das Tool finde ich super spannend, dann schaut in die Videobeschreibung unten rein. Da hat der Max euch das alles in den Online-Shop verlinkt, soweit möglich. Und wenn ihr sagt, boah, die haben es geschafft, so ein langweiliges Video doch relativ unterhaltsam zu machen, dann dürft ihr uns gerne einen Daumen nach oben da lassen und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos hier bei Fitbikes von Fitbikes verpasst. Na? Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.